So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Tropico Nr. 5. Ja, in den letzten Folgen haben wir doch relativ erfolgreich die Militärinvasion überstanden. Allerdings steht in knapp 2 Jahren schon das nächste an. Ich hoffe mal, dass wir den eben noch herauszögern können, weil ich würde gerne militärisch schon ein bisschen was umrüsten. Das ist aktuell noch nicht irgendwie so optimal. Wobei ich eigentlich gar keine Lust auf Krieg habe, aber die anderen irgendwie schon. Naja, so. Da sind wir bei unserem Panzerlager. Das sieht interessant aus. Das ist auch schon fertig gebaut. Und primär würde ich jetzt erstmal ganz gerne schauen, was kostet die Verbesserung. Immer noch 5000. Können wir jetzt eigentlich schon reinhauen? Nee, da kommt noch kein Schiff, gell? Mit dem nächsten Schiff, oder? Hier doch, komm. Jetzt kommt das nächste Schiff. Jetzt können wir im Prinzip einmal hier verstärkt darum. So, die Botschaft haben wir gebaut. In diesem Haus, ich werde erstmal ganz kurz schauen, wie stehen denn die Beziehungen zu unseren, die Achsenmächte kalt. Ach, die mögen uns. Aber bei beiden keine Invasionsgefahr, okay. Das ist schon mal ganz gut. Familiendynastie, Gebäude, bla, das heißt, die sind uns beide eigentlich ganz okay gesonnen. Wir sollten uns um die Unterhaltung kümmern. Wir haben jetzt ja auch mit der Zeit ein paar stinkreichere Säcke gefunden. Wie sieht es mit dem Handel aus? Irgendjemand unseren Rum? Noch keinen unseren Rum, schade. Also, wenn denn, wie rum machen wir überhaupt Gewinn? Sonstiges wahrscheinlich, gell? Warum exportieren die den Zucker? Ich möchte gerne, dass die den alles so rumverarbeiten. Aber wir sind jetzt hier voll. Das ist ganz praktisch. So. Die Alliierten überweisen uns ordentlich Kohle. Auch wenn das irgendwie nicht allzu viel Macht an unserem Konto stand. Trockendock. Ich habe immer noch keine Ahnung, was der wirklich tut. Handelsschiffe wachsen hier auf und werden in freie Wildbahn entlassen, wenn sie groß genug sind. Ach süß. Das ist wie ein Omsi. Ja, genau. Freie Wildbahn und so. Wie sich Schiffe genau fortpflanzen, ist ein streng gehütetes Geheimnis, das nur erwachsenen Schiffbauern mitgeteilt wird. Über die Geschwindigkeit aller Handelsschiffe einzigartig. So. Unsere tapferen Soldaten kämpfen gegen Tyrannei und Unterdrückung. Oder dafür. Kann mir das immer so schlecht merken. Jedenfalls brauchen unsere Truppen dringend Fleisch. Ich weiß nicht wozu, doch es ist unsere nationale Pflicht, unsere Truppen zu unterstützen. Exportieren Sie 10.000 Fleisch. Was haben wir denn überhaupt an Fleischdingern da? Rinderfarm. Bist nicht so der Burner, gell? Das heißt, das kann man steigern. Minus 22 Standort. Was haben wir denn alles in dem Bereich? Haben wir noch irgendwelche Viehzüchtungen? Ich würde nämlich noch gerne ein bisschen abseits, aber mal gerne eine Viehzüchtung bauen. In der Farm arbeiten dann 4 Menschen. Ist relativ günstig, muss ich sagen. Schweine. Wir bauen Schweine. Am besten hier, oder? Da, wo die Welt noch in Ordnung ist. Zack. Da ist die Welt doch in Ordnung, da können wir ein bisschen Schweinefleisch anbauen. 24 Bürger kamen an, das finde ich auch ganz toll. Und wir machen gerade das Geld des Todes. So, Handel möchte jemand unseren Rum haben. Warum will keiner unseren Rum haben? Diplomatie. Also, die Alliierten haben ihre Differenzen zwischenzeitlich beiseite gelegt, um die Weltkriege zu überstehen. Laden sie ihre Alliierten an ihre Botschaft ein, um diplomatische Beziehungen mit ihnen einzugehen. Jeder kann in den Krieg ziehen, aber für einen Weltkrieg braucht es schon ein Bündnis wie die Achsenmächte. Laden Sie die Achsenmächte ein, um diplomatische Beziehungen mit ihnen einzugehen. Also eigentlich ja die Alliierten. Effizienz? Ich bezweifle, dass wir dafür irgendwie Effizienz brauchen. Also eigentlich würde ich ja gerne die Alliierten einladen. Ja, jetzt haben wir die da drin. Und die geben uns Entwicklungshilfe. Boah, wir haben Geld. Das heißt, wir bauen hier mal einmal die Verbesserung. Zack, dann können wir nämlich ganz viele Handelsrouten annehmen. Frost ist jemand, möchte unser Zeug haben. Baumstämme? Nö. Zucker. Warum wollen die Achsenmächte nur Zeug von uns haben? Wir hätten noch die Achsenmächte einladen sollen. Wir haben. Komm, noch ein Schiff hingeben. Zack, ach, da ist schon eins. Fleisch, komm, auch ein Schiff rangeben. Jetzt haben wir ein paar Schiffe, ne? Oh, wir hätten noch die. Wir hätten die Achsenmächte einladen sollen. Fleisch? Ach, da ist schon eine Route drauf. Oh. Was exportieren wir denn noch Tolles? Was ist denn viel? Planken.
Planken rum und Zucker müssen wir schauen, dass wir die irgendwie losbekommen. Okay. Das ist schon mal ganz gut. So, Effizienz. Das sieht ganz gut aus zur Zeit. So, und wir werden hier immer weiter anerkannt. Das ist ganz gut. Das heißt, ich würde sagen, wir reißen das einmal ab. Und dann würde ich sagen, bauen wir hier stattdessen mal so ein Ding mit Panzern hin. Das ist ein bisschen effizienter, ne? Und da brauchen nicht so viele Menschen. Die können dann anderswo geschickter arbeiten. So, weg mit dir. Und Militärbasis gibt einen Panzer, eine Kaserne, Infanterietrupp. Sowas. Zack, einmal dahin. Dann haben wir dreimal drei Panzer. Das sollte ganz gut sein. Also eine Kaserne finde ich irgendwie popelig. Ich weiß es nicht. Ein brillantes politisches Kabinettstück. All unsere Probleme sollten jetzt gelöst sein. Mit der Betonung auf sollten. Penultimo entsetzen finde ich auch lustig. Meine Ratgeber glauben, das Problem liegt darin, die Leute Angst vor der Angst haben. Also eigentlich gehen die Beziehungen ja ganz gut. Ich möchte gerne Penultimo entsenden. Läuft. Also, wir können uns hier ein bisschen bei den Militaristen einschleimen. Welch glorreiche Erfindung, Präsidente. Elektrizität. Eine Art geregelter Blitz, um es einfach auszudrücken. Und Sie können sie selbst erzeugen, indem Sie an einem Ballon reiben. Klingt fast so wie Furzgeräusche. Ja, wenn er Spaß dran hat. Okay, Kraftwerk freigeschaltet. Ich würde aber gerne erstmal ordentlich Häuser bauen, falls wir den Geld hätten. Wir haben nämlich, also Unterhaltung würde ich gerne, für die etwas reicheren Bürger würde ich gerne eine Oper bauen. Und Obdachlose 70. Ja. Das ist halt nicht so der Burner, so eine Mietskaserne, gell? Das ist die Wohnqualität des Todes. Beengtes Wohnen finde ich aber blöd, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. So, dann können wir da noch ein paar schöne Häuser hinbauen, würde ich sagen. Hier ist die Wohnqualität auch echt in Ordnung. Was sieht es mit dem kleinen Laden aus? Der geht aber gut. Auch wenn da hier so ein Verbrecherboss arbeitet, ist ja okay. So, das heißt, wir brauchen, ich möchte mal so einen rumkaufen. Schmuck und Zigarren. Wir haben aber gar keinen Schmuck. Wir produzieren einfach keinen Schmuck. Das ist ein bisschen blöd. Stahl? Haben wir Stahl? Haben wir eigentlich irgendwas, was die haben wollen? Agrarressourcen. Tabak haben wir auch nicht. Baumwolle haben wir nicht. Kaffee machen wir nicht. Schade. Naja. Egal. Ich hoffe mal, bald kommt das nächste Schiff. Da kommt schon jetzt einmal ein bisschen Geld. Dann würde ich nämlich, hier, das baut auch, das finde ich gut. Dann haben wir da vorne einen Trupp, dann haben wir da einen Trupp, der unser, eines unserer wichtigsten Wirtschaftsmotoren hier im Land. Finde ich gut, elektrisch, einheimische Vermarktung. Können wir auch machen, okay, finde ich interessant, so. Das heißt, mit dem nächsten Geld vielleicht erstmal die Wohnungsunterkünfte oder erstmal, was die ganz Reichen tun. Preisen, Delegation, Bündnis. Kriegen wir da nicht mehr, wenn wir die Preise oder ein Bündnis machen? Ich weiß es nicht. Was kostet so ein... Ah, wir haben ordentlich Geld. Was kostet so eine Oper? Universität. Ganz ehrlich, wir brauchen alles keine gebildeten Menschen. Das brauchen wir alles einfach gar nicht. Polizeiwache. Opernhaus. 3000. Läuft. Ganz Schmuck hier nebendran. Wenn wir ein paar reiche Säcke da rumlaufen. So. Kirche sieht es auch noch gut aus von der Befüllung her. Das heißt, eigentlich können wir so ganz gut weitermachen. Handel für Milch mit den Alliierten wurde abgeschlossen. So, was haben wir denn noch alles? Fleisch, Bananen. Haben wir Bananen? Haben wir Bananen? Ananas. Ananas und Mais haben wir. Und natürlich Zuckerrohr. Was haben wir da oben noch? Kakao. Okay. Leider nichts davon. Schade. Fleisch. Noch ein Schiff. Gut, dann können wir hier ein bisschen zügiger hin. Tabak, Baumwolle, Kaffee haben wir nicht. Baumstämme leider können wir nicht, weil wir da nicht so die Beziehung dazu haben. Weil alle nichts haben, was wir haben. Ich glaube, es ist mit dem Handel. Wir haben jetzt Schiffe, aber wir haben nicht das, was die Leute wollen. Die Frage ist, ob wir jetzt darauf umschwenken oder nicht. Aber was haben wir hier denn? Zollamt, finde ich interessant. Schmuckfabrik. Komm, machen wir Schmuckfabrik. Zack. In der Reihenfolge, würde ich sagen. So.
So, mehr können wir nicht reinmachen. Okay. Schön. Fischerbrot, das macht hier weiter. Der kommt aus Deutschland. Wie kann ich helfen? Der kommt aus Deutschland. Okay, schön. Wir wollten Häuser bauen, gell? Dann würde ich sagen, bauen wir hier. Das liegt ein bisschen ungünstig, gell? Da würde ich auch nicht unbedingt wohnen wollen. Dann würde ich sagen, bauen wir hier mal weiter. Aber hier war unsere relativ schöne Wohngegend. Das kommt dann halt weg, gell? Und dann lassen wir den Grüngürtel. Ich glaube, wir lassen den Grüngürtel. Baumühle, dann bauen wir hier noch ein paar, Landhäuser hin. Zack. Zack. Und von der anderen Seite ausgehend bauen wir dann hier noch ein paar schöne Häuser. So. Tue ich mir den Garten nach vorne. 1, 2, 3. Mehr kein Geld. Okay. Da können wir in der Mitte nämlich Parks pflanzen. Ist ja schön. Ich habe kein Geld mehr. Ich weiß, aber ich würde gerne Parks bauen. Und vielleicht ein bisschen Luxus, oder? Bauen wir dann nachher noch eine Luxusvilla rein. Wo ist denn das? Rohstoffe. Lass ich hier wohnen. Nee, auch nicht. Umwelt hier. Zack. Da kommt da gleich noch so ein Luxusteil hin. Das finde ich ganz praktisch. Damit die auch noch was haben. Weil ich meine, jetzt haben sie Luxusunterhaltung gleich. Dann dürfte das alles soweit funktionieren. Jo, läuft doch zurzeit alles. Hier, das Teil, das finde ich immer noch relativ witzlos. Aber okay. Erwartete Einnahmen 14.000. Sonstiges hat dann unser... Ich nehme jetzt irgendwas von uns haben. Luxusgüter aber noch nicht. Planken. Können wir auch nicht machen. Schade. Baumstämme haben wir schon. Gold können wir nicht machen. Fleisch zu den Alliierten. Milch zu den Alliierten. Haben wir da schon ein Schiff drauf? Wollen wir ein Schiff hin? So. Fisch. Fisch können wir... Bananen? Haben wir Bananen? Wir haben keine Bananen. Wir haben Lust. Können wir das auch noch hier machen. So, da haben wir ein bisschen... Bisschen was auf Export gestellt. Zwar nicht ganz so gut wie erwartet, aber was haben wir hier? Die Farm, die läuft doch schön. Doch, die läuft ganz gut. Verbesserung. Überfütterung. Arbeitsqualität sinkt. Die Effizienz sind 20 Punkte. Arbeitsqualität ist eh schon nicht so toll. Erhöhen wir die lieber noch ein bisschen. Ich meine, für unsere Leute ist es nichts zu teuer. Unsere Handelsschiffe haben ein bisschen was exportiert. Naja. Geht zwar besser, haben wir schon mal besser gesehen. So, das Ding steht jetzt aber auch. Okay, das heißt, wir sind eigentlich gar nicht mal so schlecht aufgestellt militärisch. 3 Panzertrupps, relativ häufig so ein paar Türmchen zwischendrin. Jetzt sind da bauen wir auch noch so einen Turm hin, oder? Bauen wir da noch so einen Turm hin. Was kostet denn der? Geht. So. So. Zack. Mitten an der Straße. Immer wieder zwischendrin so ein Turm rein. Wie sieht es denn mit den ganzen Inforastern aus? Das interessiert uns nicht. Inselschönheit. Und sonst ist es irgendwie echt hässlich. Umweltverschmutzung haben wir da. Präsident, wussten Sie, dass es einen Vulkan auf der Insel gibt? Och nein. Nun, jetzt wissen Sie es. Wütend über unsere Ignoranz hat der Vulkan auf der Insel beschlossen, mit einem Feuerring auf sie aufmerksam zu machen. Gebäude in seiner Nähe können von der Lava getroffen und in Flammen aufgehen. Und 11 Bürger kamen an. Das geht alles so weit. Das finde ich gut. Ist das der Vulkan? Du bist der Vulkan. So. Ein schönes Thumbnail. So. Vulkanischeaktivitäten.de. Ach, schön. Warum denn auch nicht? Ich meine, uns geht's ja gerade eh so toll. Wobei, wir haben ein bisschen Geld jetzt. Das ist ganz gut. Und dann geht da sowas kaputt hier. Nein! Also, hier wird fleißig gebaut. Ich bin einfach mal ganz ruhig. So, Opernhaus. Ist aber ordentlich voll hier. Ich glaube, wir brauchen echt noch ein bisschen mehr Unterhaltung. Was können wir denn noch an Unterhaltung bauen? Unterhaltung und Umwelt. Noch ein Restaurant wahrscheinlich, oder? Bauen wir noch irgendwo ein Restaurant hin. Da haben wir eins. Das heißt, für die Leute, die hier wohnen, wäre auch eins noch ganz praktisch. Eins direkt am Hafen. Ist es mit Schönheit irgendwie? Braucht es Schönheit? Steigt proportional zur Nahrungsvielfalt. So ein schönes Beach-Restaurant. Beach-Restaurant oder nicht so? Oder eher so direkt neben der Rinderfarm. Ich glaube, hier ist ein bisschen schöner, oder? Dann packen wir das neben den Laden. Ich meine, am Hafen, in der Hafenregion, am Strand können wir da was bauen für die Touristen, die vielleicht irgendwann mal auf die Insel kommen. Könnte ja sein, dass das mal so ist. So, der Leuchtturm. Den wir so rum haben.
Was hat er denn für einen Ruf bei denen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, die mögen uns irgendwie nicht. Naja. Ich glaube, bald wird das alles eh hier weg sein. Da sind sogar zwei drauf. Naja. Also es ist wesentlich mehr als der Standardpreis. Aber dadurch, dass wir so wenig Fleisch produzieren, ist ein bisschen... Nein! Bitte nicht. Bitte nicht kaputt machen. Please don't make irgendwas kaputt. Hallo? Mr. Lava Lava. Ja, der hat bestimmt auch noch niemand gebracht, gell? Doch kein Let's Player, ganz bestimmt noch nicht. Der ist voll innovativ jetzt. Jo, Geld läuft, Zustimmung läuft, Vulkanausbruch läuft. Endlich gibt der Vulkan Ruhe, Präsidente. Er schläft wieder tief und fest wie zuvor. Hat jemand Schlafmittel verabreicht? Tja, Leute, das hat Spaß gemacht. Schüttelt die Asche ab, macht die Lavalampen aus und kommt zu mir in die Bar. Vergesst nicht, meinen neuen extra starken Cocktail zu probieren. Inspiriert vom jüngsten Vulkan aus. 100.000 heulende Höllenhunde, Präsidente. Wir haben eine Krise und müssen schnell handeln. Bliblablub, Kriegsschiffe der Achsenmächte. Komm, noch eine Botschaft bauen. Können wir noch eine Botschaft bauen und die Achsenmächte einladen? Ja. Und ich würde sagen, die bauen wir mal im Eilverfahren. Bist du Achsenmächte? Nein, du bist ein Achsenmächte. Nein, du bist auch kein Achsenmächte. Haben wir da irgendwo... Also ich würde sagen, mit den Schiffen läuft zurzeit, aber eigentlich würde ich es gerne eine Aufnahmepause machen. Und zwar eine längerfristige. Das heißt, eigentlich kann ich mich jetzt nicht großartig um Sachen kümmern. Kamerad Präsidente, das Rote Buch sagt, dass die Menschen der Revolution nicht einfach nur durch den Kampf gegen das Böse folgen können. Sie brauchen ein positives Ziel, das sie zum Träumen bringt. Ja, ich würde sagen, erhöhen Sie Nahrungszufriedenheit. Um 15 bekommen wir hin. Bekommen wir hin, so. Dann baust du dich mal zügig, würde ich sagen. Aber wir haben echt nichts, uns wurde nichts zerstört, oder? Finde ich gut. Wahrscheinlich immer so in dem Bereich da. Naja, ist ja hier noch irgendwo ein Vulkan? Nö, du bist... Ach, da oben kann man dann Touristen hinbauen. Finde ich gut. Ich schwöre, da kann ich voll Touristen bauen, ey. Sehe ich eigentlich, wie gut der besucht ist? Nö. Hier, okay, dann kann man da hin. Also ich würde sagen, aktuell läuft das alles irgendwie halbwegs. Wir haben Schiffe des Todes hier. Ist zwar ein bisschen eng gebaut, aber ich glaube, die Schiffe, die sind kompetent, die können das ab. So. Also, wir exportieren reichlich, bei uns läuft eigentlich ganz gut. Ich habe mir zwar immer vorgenommen, für jede Aufnahmesession quasi einmal, also einen Teil der Mission durchzuspielen, allerdings muss ich jetzt einmal fort. Deswegen ist es schwierig und ja, ich würde sagen, wir laden dann die Achsenmächte gleich mal zu uns in die Botschaft ein, wenn das dann irgendwann mal läuft. Genau, in die Botschaft hier, so. Und nein, es ist schön, dass die da gegen die Oper gucken. Oh, so viel Musik gleichzeitig. Also, ich verabschiede mich, sag Tschüss. Warte mal, können wir irgendwelche ein schönes Abschlussbild finden? Weil das ist das letzte Abschlussbild. Ach, die wohnen alle hier. Wir brauchen auch noch Häuser. So, das sieht doch schön aus hier. So. Und der Bärscher würde ich sagen, sage ich einmal vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns dann in einer neuen Aufnahme. Ich werde versuchen mal zu speichern, ansonsten vergesse ich das bestimmt. Also, bis dann, tschüss!